Heyo zusammen und herzlich willkommen Musst du zu nicht zu Snapes Büro? einem neuen Video von mir. Ein neuer Part von Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich bin leider gerade dezent raus aus dem ganzen Let's Play-Gedöns. Ich habe Ewigkeiten nichts mehr gemacht und das tut mir fürchterlich leid. Und ich habe jetzt vor kurzem, also eigentlich heute, vor ungefähr einer Stunde, um genau zu sein, nochmal einen Part hochgeladen, der aber irgendwie auch schon bestimmt einen Monat alt war. Also ich habe den schon vor Ewigkeiten aufgenommen und jetzt erst hochgeladen. Und ich denke mir aber, ich werde jetzt doch auch nochmal so zwei, drei Parts am Stück aufnehmen, denn ich möchte ganz gerne endlich wieder so ein bisschen was bringen. Ich habe in den letzten Tagen... Musst du nicht zu Snapes Büro? Das ist dezent nervig, Leute. Ehrlich. Ich habe in den letzten Tagen relativ wenig gemacht, obwohl ich eigentlich nur zu Hause saß, aber ich war krankgeschrieben. Ich habe mir eine richtig dicke, fette Erkältung eingehandelt und wirklich so eine richtig, richtig fette. Ich glaube, man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen. Habe einfach nur noch komplett flach gelegen und wollte sterben. Und jetzt geht es mir aber so langsam wieder besser. Und ich bin halt immer noch krankgeschrieben und denke mir so, jo, kannst du ja mal wieder ein bisschen was raushauen, ne? Kleinen Moment. So, sorry, ich musste nur kurz meinen Timer stellen. Gut, dann... Im letzten Part ist unglaublich viel passiert, muss ich zugeben. Fand ich auch super interessant. Und dann bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich gehe dann mal zu Snapes Büro und ich muss noch was ausprobieren. Leute, ich muss heute unbedingt was ausprobieren, was ich eigentlich auch im letzten Part schon ausprobieren wollte. Ich habe nämlich von TARDIS, einem meiner Abonnenten, den Tipp bekommen, dass ich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum reinkomme. Snapes Büro? Ja, ich muss zu Snapes Büro, und das ist mir jetzt egal, verdammt nochmal. So, ich habe den Tipp bekommen, dass ich in den Gemeinschaftsraum des Slytherins rein kann. Und das möchte ich jetzt gerne ausprobieren. Hallo. Koteletts und Bratensoße. Mmh, lecker. Ach ja, die, bei der ich immer Hunger kriege. Hier müsste mal geputzt werden. Oh. Hey, ah, oh, das war knapp. Okay, um in den Slytherin-Gemeinschaftsraum reinzukommen, muss ich mir den Tarnumhang holen, muss runter in die Kerker. Möchte die Treppe mal bitte hier rüberkommen? Hallo, dankeschön. Muss runter in den Kerker, mit dem Tarnumhang wohlgemerkt, also quasi unsichtbar. Und dann reden wohl zwei Slytherins über... über das Passwort zum Gemeinschaftsraum. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube, hier geht es gar nicht zum... Wartet. Wartet, wartet, wartet. Ich glaube, ich muss noch einen Ticken höher. Kann ich noch höher? Oder wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht mehr, wo es zu meinem Gemeinschaftsraum geht. Kamera? Kamera irgendwie? Kann ich die drehen? Geht das? Wartet kurz. Hier kann ich doch hoch, oder? Ja, danke schön. Oh, Schwein gehabt. Und ich habe die Füße nicht gebraucht. So, wo war jetzt der Jugendschlafsaal? Ohne. Nein, du gehst bitte da rein. Dankeschön. So, dann hole ich mir doch jetzt mal meinen Tarnumhang. SF, hier? Ist das mein Koffer? Der ist einfach spitze. Absolut. So kriegt Umbridge mich nie. Perfekt. Okay, und dann gehen wir mal runter in die Keller. In die Kerker, würde ich sagen, oder? Natürlich ohne Zauber zu wirken, weil sonst sieht man uns ja direkt. So. Ich finde diese Fußspuren, die man da sieht, voll geil. Was also wirklich? Warum können die mich eigentlich sehen? Das ist nicht in, das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt tatsächlich, wie ich zugeben muss, noch einen anderen Grund, warum in den letzten Tagen, Wochen und Monaten nichts kam von mir. Und zwar ist das meine PS4 und ein bestimmtes Spiel. Wer meine Vlogs verfolgt, wird wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Ich habe mir eine PS4 besorgt, inklusive Spielen, die ich schon lange, lange Zeit ganz unbedingt spielen wollte. Dazu gehört unter anderem Kingdom Hearts. Oh Gott, wird der mir schwindelig, wenn man hier runtergeht, ey.
Dazu gehört unter anderem Kingdom Hearts und Bloodborne. Bloodborne ist ein Spiel, das ich schon so lange spielen wollte. Das ist schon Ewigkeiten auf dem Markt eigentlich, ich glaube seit 2015. Aber halt leider nur für die PS4. Das wird es leider auch nie für den PC geben, weil Sony die Rechte an dem Namen hat. Und dementsprechend es niemals ein PC-Spiel werden wird. Wirklich gruselig, dieses Schloss. Entschuldigung. Und deshalb musste ich zwangsläufig warten, bis ich mir eine PS4 holen kann. Ich habe lange damit gewartet, weil die doch ziemlich teuer ist und ich die Hoffnung hatte, dass sie günstiger wird. Jetzt konnte ich aber einfach nicht mehr länger warten und wollte auch nicht mehr länger warten. Ich habe sie mir jetzt einfach gegönnt und habe Bloodborne endlich spielen können. Und dieses Spiel hat es mir so unglaublich angetan. Das glaubt ihr überhaupt nicht. Vorsicht! Ich liebe dieses Spiel so unglaublich. Es ist einfach der Hammer. Ich war am Überlegen, ob ich davon vielleicht auch ein Let's Play mache. Ich muss mal überlegen. Es ist natürlich, es fällt komplett aus der Reihe, was meine Spiele hier angeht. Nach Hogwarts werde ich im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist es wirklich schwierig. Meinst du, Potter kommt mal wieder ungeschoren davon? Klar. Wir sollten ihn nach Azkaban schicken. Was meinst du? Der kleine Potter muss ja völlig frustriert sein. Okay, jetzt muss ich hier mal gucken. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie es hier weitergeht, ne? Hier geht's nicht weiter, okay. Jetzt muss ich dann natürlich warten, bis... Was ist noch lächerlicher als zwei Hufflepuffs, die mit einem Besen rückwärts fliegen? Ein Gryffindor, der Quidditch spielt. Ach, kommt schon. Wenigstens Professor Snape merkt, was für ein Schwachkopf Potter ist. Also wollen die mich jetzt für den Rest der Zeit beleidigen oder reden die auch irgendwann über das Passwort? Bin ich überhaupt richtig? Ich stehe einfach mit dem Gang. Hallo? Nein. Weasley ist ihr neuer Hüter. Ein Witz, was? Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen mich einfach nur die ganze Zeit beleidigen. Hier wird nicht über ein Passwort geredet. Mit Professor Umbridge ist hier alles viel besser geworden. Sie hat gemerkt, was Potter für ein Schwindler ist. Ich merke schon, in dieser Schule bin ich das Gesprächsthema Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber geschmeichelt fühlen sollte. Vielleicht muss ich ja hier rein. Wie sollten die nach Azkaban schicken? Der kleine Potter muss ja völlig frustriert sein. Du redest ständig von dir. Langsam wirst du genauso wie Harry Potter. Au! Alter, wir haben verdreckt 4 Leute gleichzeitig hier durchrennen. Nach Hogwarts werde ich im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist es wirklich schwierig. Ich guck mal, ich warte hier vielleicht nochmal ein Minütchen. Wenn da nichts kommt, würde ich es erstmal bleiben lassen. Ich fand die Idee ziemlich geil, in den Gemeinschaftsraum zu kommen. Es wurde gesagt, bis zum Ende des Gangs und dann reden 2 Schüler über das Passwort. Ich finde, der Minister hat genau das Richtige getan. Die wiederholen sich.
laufen hier ständig im Kreis und wiederholen sich. Tja. Unfassbar, dass der Wieselkönig jetzt Vertrauensschüler ist. Weasley ist ihr neuer Hüter. Ein Witz, was? Vielleicht geht das auch erst, wenn ich einen bestimmten Punkt im Spiel erreicht habe. Hier geht's auch noch mal rein. Oder war ich hier schon? Nee, ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Aber ist egal. Der kleine Potter muss ja völlig frustriert sein. Ja, ich bin völlig frustriert. Was auch immer die für einen Scheiß reden. Ende des Gangs. Da geht's zum Klassenzimmer. Nee, und hier geht's wieder hoch. Okay, also offensichtlich funktioniert es nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber auch keine Lust, hier, hier so lange rumzustehen. Wäre ein bisschen langweilig für den Part, würde ich sagen. Deswegen, kann ich den jetzt auch irgendwie wieder ablegen oder muss ich dafür in den Gemeinschaftsraum zurück? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, ich muss dafür zurück. Ich laufe einfach einmal schnell zurück und cutte das Ganze dann jetzt hier raus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, Tarnumhang losgeworden. Und jetzt wieder auf dem Weg zu Snapes Büro, weil ich jetzt im Oklumentik-Unterricht muss. Das Ganze hat jetzt, weiß ich nicht, 3 Minütchen gedauert, aber ich wollte es halt einfach nicht drin lassen. Das ist ja, Blödsinn. Hallo. Sie sind zu spät, Potter. Entschuldigung. Los rein. Ich wollte noch herausfinden, wie das Passwort. Das Passwort vom Slytherin-Gemeinschaftsraum ist. Haha. Also, ich finde, ich bin ziemlich gut. Auch wenn mich mal interessieren würde, was für Erinnerungen das sind, die der versucht, da mir aus dem Kopf zu saugen. Umbridge, okay, die ist unwichtig. Aber er muss ja trotzdem nicht alles wissen. Der gute Schnieflus. Auch noch so ein Punkt, den ich in letzter Zeit sträflichst vernachlässigt habe. Die Foren-RPGs. Ich habe es wirklich absolut nicht geschafft, mich aufzuraffen, da irgendwas zu schreiben. Snape wurde besiegt. Ha, kaboom. Was ist los, Potter? Ich weiß jetzt, was ist in der Mysteriumsabteilung? Wie bitte? Ich hatte vergessen, dass ich die Tür bereits bei der Anhörung gesehen habe. Ich habe davon geträumt. Voldemort denkt daran. Was ist es, was er dort will? In der Mysteriumsabteilung sind viele Dinge, Potter. Und vor allem viele, von denen Sie nichts verstehen und die Sie nichts angehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Aber... Der Unterricht ist zu Ende. Warum guckt Snape an die Wand, Hallo, während Harry, er mit mir redet? Alle warten im Raum der Wünsche auf dich. Okay. Ich finde, die DA läuft richtig gut. Alle machen gute Fortschritte. Ja, finde ich auch. Yay. Okay, dann auf zum Raum der Wünsche. Sekunde, wo muss ich jetzt lang? Hier muss ich lang, richtig? Nein, da war das Büro, hier geht's lang. Da. Ron, du stehst mir so ein bisschen im Weg, dankeschön. Ich versuche dann jetzt einfach erstmal so die ganzen Aufgaben. Oklumentik. Erträglich. Wow, ich habe ja richtig viel zu erzählen. Wartet, muss ich hier überhaupt raus? Ich glaube, jetzt bräuchte ich wieder... Ach nee, klar muss ich hier raus. Verdammt nochmal. Das ist so ein bisschen nervig, dass die Kamera sich nicht von mir steuern lässt, sondern einfach immer die ganze Zeit tut, was sie will. Genauso wie Harry selbst tut, was er will. Puh, schwierige Sache. Genau, die Foren-RPGs habe ich in letzter Zeit auch sträflichst vernachlässigt. Ich bin ja jetzt mittlerweile in 3 verschiedenen. Eigentlich 4, aber aus dem 4. möchte ich gerne raus, weil ich mich da einfach absolut nicht mehr wohlfühle. Jedenfalls bin ich in 3 wirklich aktiv mit drin und habe so ziemlich sämtliche Stellen, in denen ich mitspiele, auch offen. Ich bin also so ziemlich überall mit Posten dran. Es ist schwierig. Ich habe eigentlich relativ viel zu tun.
und kommt zu nichts. Also jetzt nichts lebenswichtig, nichts wirklich super Wichtiges zu tun. Aber es ist irgendwie meh. Es ist meh. Ich würde gerne einen 48-Stunden-Tag haben, einfach so. Ein Tag, der 48 Stunden geht. Hä? Jetzt bin ich doch viel zu hoch. Wo bin ich denn? Ich muss zum Raum der Wünsche. Hier rein, richtig? Ha! Bingo. Seht ihr, ich brauche meine Füße gar nicht mehr. Er braucht schon eine Karte des Rumtreibers. Ich nicht. Ich kenne mich auch so im Schloss aus. Muha. Hat ja auch lang genug gedauert. Wie viele Parts? 18? 19? Harry, meine Tante sagt, du kannst einen gestaltlichen Patronus heraufbeschwören. Sisi. Stimmt das? Ja, er ist ein Hirsch. Alle Achtung, Harry, das wusste ich ja gar nicht. Wann lehrst du uns Expecto Patronum? Gut. Ihr müsst an einen wirklich glücklichen Moment denken, um einen mächtigen Patronus heraufzubeschwören. Macht's mir nach. Expecto Patronum! Bam! Oh shit. Es ist Umbridge! Wie hat sie uns gefunden? Das ist egal! Lauf! Harry? Worauf wartet ihr noch? Lauf! Jetzt bist du dran, Potter! Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ich weiß doch nicht mehr, wie man sich duelliert. Vielleicht muss ich ja aber auch verlieren. Er ist es! Ah, okay, danke schön. Draco, ausgezeichnet! 50 Punkte für Slytherin. Ich kümmere mich nun um ihn. Wie fisch da steht. Es tut mir leid, Harry. Es tut mir leid. Tja, das Spiel ist aus. Möchten Sie ein schriftliches Geständnis? Professor, nein! Bitte sei still, Harry. Ich wollte, dass Harry diese Organisation gründet. Und ich allein bin verantwortlich für seine Aktivitäten. Da ist der Aber ich werde mich nicht widerstandslos abführen lassen. Bam, volles Feuerwehr. Hagrid abholen. Eine Gruppe Ministeriumszauberer und Umbridge. Was? Ist er okay? Hagrid ist geflohen, aber Professor McGonagall wollte ihm helfen. Sie ist verletzt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen in Hagrids Hütte. Falls es Beweise gibt, dass er Dumbledore mit den Riesen geholfen hat, müssen wir sie vernichten. Wow. Okay, jetzt langsam aber sicher wird's spannend, Leute. Muss ich schon zugeben. Ich gehe davon aus, dass wir auch so langsam aber sicher auf das Ende des Spiels zugehen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, weil das Spiel eigentlich relativ kurz war jetzt. Ich weiß, wir müssen zu Hagrid's Hütte und zwar im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Alles klar. Ja, stimmt. Umbridge ist ja jetzt die Schulleiterin. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und vielen, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit mir hier verbracht habt. Könntet ihr bitte aufhören, mir dazwischen zu labern? Ja, wollten wir. Verdammte Axt. So, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.